Absoluter Marketing-Gag. Richtig dämlicher Hipster-Lifestyle-Mist. Aha, ein Hybridrad. Nicht mehr und nicht weniger. In den Kommentaren erhalte ich zahlreiche Sätze wie diese, auch sehr lustige wie hier von Peter. Gravel ist ein bayerisches Wort und heißt so viel wie unnötiges Zeug, was einfach so da rumliegt. Genau das trifft es. Ein Geraffel halt. Nix Ganzes, weder Fisch noch Fleisch. Unnötig wie ein Kropf. Und deshalb wollen wir in diesem Video einmal Real Talk machen. Was ist ein Gravelbike überhaupt? Lohnt es sich wirklich? Darauf gehen wir jetzt mal ein. Ja, und damit zunächst einmal ganz herzlich willkommen hier aus Südtirol, direkt vor dem Latemargebirge. Darf ich euch dieses Video moderieren, wenn euch interessiert, was wir hier getan haben. Das Video kommt bald raus und ist dann hier oben verlinkt. Und jetzt gehen wir auf dieses Thema ein und ja, es ist ein Marketingthema, es ist ein Trend, es ist ein Hype, das Thema Gravelbike. Und ich freue mich auch, in diesem Video mit ein paar Dingen hier aufzuräumen und natürlich auch eine gute Diskussion mit euch in den Kommentaren zu führen, die sich um dieses Thema dreht. Eine kurze Einordnung zu diesem Thema. Der Begriff Gravelbike ist so rund um 2015 in Amerika geprägt worden und dann zu uns nach Europa rübergekommen. Und nicht zuletzt die Corona-Pandemie und der Fahrradboom in dieser Zeit hat dazu geführt, dass diese Fahrradkategorie sehr beliebt war und auch bis heute ist. Und jetzt kommt es, da freuen sich die Kritiker unter euch, es gab schon sehr ähnliche Fahrräder, bevor dieser Begriff im Marketing geschaffen wurde. Ja, es ist gut vermarktet, dieses Gravelbike, denn sogenannte Cyclocross-Räder oder Trekkingräder, auch die Crossbikes, waren schon sehr nah dran, aber es gibt sie eben, die Unterschiede, warum diese Fahrradkategorie jetzt so gut angekommen ist. Und dabei gibt es ja zahlreiche Bike-Kategorien. Es wäre vermessen, das jetzt hier in dem Video alles zu erklären. Aber einen Punkt gibt es. Auf der Seite gibt es die Rennräder und auf der anderen Seite gibt es die Hardtail-Mountainbikes. Und irgendwo dazwischen bewegt sich eben ein solches Gravelbike. Und zwischen Rennrad und Gravelbike liegt das Cyclocrosser. Diese Fahrräder sind agiler und noch mal ein bisschen schneller. Dafür sind die Gravelbikes bequemer eben durch den weiteren Radstand. Beim Mountainbike haben wir meistens einen geraden Lenker verbaut und das wiederum bringt weniger Schnelligkeit und auch die Sitzposition ist etwas aufrechter. Das heißt, da büßt ihr an Schnelligkeit ein. Und jetzt kommt eben dazu, dass dieses bequeme und schnelle Fahren aktuell sehr, sehr beliebt ist und dann wurden auch noch richtig gute Fahrräder dabei geschaffen. Von daher sind die Gravelbikes entstanden und wenn ihr mich fragt, nicht ohne Sinn. Und in diesem Dschungel an Möglichkeiten ist es eben jedem selbst überlassen, für welches Fahrrad er oder sie sich entscheidet. Und das soll mein großer Appell sein. Kauft euch das Fahrrad, was in euch Emotionen weckt, wo ihr Lust, Freude habt, vielleicht auch mit Freunden, draußen unterwegs zu sein. Sei es das Gravelbike, sei es das E-Mountainbike. Leute, es ist doch ganz egal. Hauptsache, ihr macht was draußen, bewegt euch, tut was für euren Körper und genießt auch diese Zeit, mal einfach abseits zu sein und schöne Erlebnisse zu sammeln. Das soll mein großer Punkt sein. Ihr könnt euch da streiten, wie ihr wollt. In meinen Augen ist es so, dass dieses Fahrrad dann eine Daseinsberechtigung hat, wenn viele Menschen sich darüber erfreuen und tolle Touren unternehmen. Und zum Abschluss eine kleine persönliche Anekdote von mir. Ich war immer auf Mountainbikes unterwegs und ich habe es geliebt. Ich liebe es auch bis heute. Ein Punkt ist bloß, dieses Rennradfahren auf der Straße, das hat mir nie Spaß gemacht. Das wusste ich schon. Doch mit einem Gravelbike auf solchen Forstwegen wie hier schnell unterwegs zu sein, das ist was Cooles. Und was ich mit diesem Fahrrad bisher schon erlebt habe, das habt ihr auch auf dem YouTube-Kanal gesehen, das ist wirklich was Feines. Deswegen will ich diese Kategorie nicht missen und bin richtig froh, mich dafür entschieden zu haben. Und jetzt lasst die Diskussion beginnen. Gerne unten in den Kommentaren. Ich freue mich drauf und ich wünsche euch einen sehr schönen Tag. Bis dann.